Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Nicht jeder kann sich einen Trigicon ACOG leisten, deswegen haben wir heute für euch eine Alternative, das Sidemark Wolfhound 6x44. 6x44. Ja, sprechen wir mal über das Sidemark 6x44. Trigicon ACOG kennt jeder. Platzhirsch, gutes Gerät, sehr gutes Gerät, teuer, sehr teuer. Gerade wenn wir jetzt hier das mit dem Sidemark vergleichen, sechsfache Vergrößerung gibt es von Trigicon auch. Es gibt einen ACOG, das hat auch die britische Armee im Einsatz. Aber das Ding kostet jenseits der 3000 und das hier ist wirklich viel günstiger. Jetzt kommen natürlich noch diejenigen um die Ecke, die sagen, naja gut, in der heutigen Zeit ein 1 bis 6 ist auf jeden Fall sinnvoller als sowas. Stimme ich bedingt zu, das kommt immer ganz auf die Anwendung drauf an. Ein 1 bis 6 ist in der Regel ein 24er Objektiv. Hier habt ihr ein 44er Objektiv. Größeres Objektiv bedeutet mehr Licht, mehr Sicht. Also es hat definitiv noch eine Daseinsberechtigung, eine fixe Vergrößerung zu nehmen, wie hier mit dem Sidemark Wolfhound 6x44. Das Sidemark Wolfhound 6x44 kommt mit einer Picatinny-Schiene auf der Oberseite, da könnt ihr dann hier sowas wie das Mini-Red Dot von Sidemark oben drauf packen, um nochmal die Nahdistanzen ein bisschen besser abzudecken, haben wir im Review gehabt bereits, dieses Gerät hier, das blende ich euch unten ein, beziehungsweise ich schreibe es euch unten in die Kommentare. Weiterhin habt ihr natürlich für die Höhen- und Seitenverstellung abgedeckte Türme, ich drehe die gerade mal auf, und dann könnt ihr hier entsprechend mit dem beiliegenden Werkzeug die Höhen- und Seitenverstellung vornehmen. Für die Beleuchtung habt ihr hier auf der rechten Seite, da wo auch die Batterie mit untergebracht ist, hier unter dem Deckel, habt ihr 5 Beleuchtungsstufen, jeweils 5 rot und 5 grün. Also wer sich nicht entscheiden kann, rot oder grün, mit diesem Gerät geht beides. Da sind wir jetzt schon mal beim Absehen angekommen. Das Absehen selbst ist, je nachdem welche Variante ihr nehmt, das gibt es nämlich einmal für 308 mit vorkalibriertem Bullet Drop Kompensator oder für 223, was wir hier in dem Fall haben. Schaue ich jetzt durch, sehe ich da direkt das Geschossgewicht. Da habe ich nämlich einmal 55 Grain und einmal 62 Grain. Also für diese beiden Geschossgewichte ist im Prinzip der Bullet Drop Kompensator ausgelegt. Wenn man da reinschaut, hat man dann auch rechts und links entsprechend unterschiedlich von der Höhe die Striche angebracht. Und das Zentrum ist ein Horseshoe, also ein großer Huf mit einem 3 MOA-Punkt in der Mitte für die präzise Schussaufnahme. Auf 100 Meter lässt sich damit perfekt schießen, das ist überhaupt kein Problem. Auch 300 Meter sind möglich, also mit einer 6-fach Vergrößerung, gerade wenn das Objektiv groß ist und man viel sieht. Es ist überhaupt kein Problem, lässt sich also auch mit diesem Gerät abdecken. Die fest verbaute Montage hat Schnellspanner, das heißt, ihr könnt hier mit diesem Hebel, mit dieser Sicherung, die eigentlichen Hebel lösen. Das sind 2 Stück. Dann wird das Ganze hier auf die Picatinny geklemmt, hält gut, sitzt gut und ist wiederholgenau. Also ich kann es runternehmen, wieder draufpacken und habe trotzdem dieselbe Trefferlage. Das Wolfhound 6x44 kommt hier mit diesem schicken Kasten. Also da will ich nochmal hervorheben, also ich meine, es ist natürlich uninteressant bei so einer Optik, wie der Kasten aussieht, aber das Auge schießt manchmal auch mit. Oder sollte eigentlich immer mitschießen. Hier der Kasten, wirklich schönes Design, ihr könnt das hier sehen mit dieser Gravur, aber wie gesagt, Pille-Palle, wir wollen jetzt hier die Optik uns angucken. Da habt ihr ein Putztuch mit dabei, wo ihr die Linsen mit sauber machen könnt. Für das M-Spec Mini gibt es hier noch das Cover, wie gesagt, das ist nicht dabei, könnt ihr optional oben drauf packen, dann habt ihr wirklich eine geile Kombi. Aber mit dabei ist hier ein entsprechender Wabenfilter, Killflash, Sunshade, wie auch immer ihr das nennen wollt. Das könnt ihr hier vorne anschrauben, dann habt ihr keine Reflexionen mehr in der Linse und entsprechend, dann gibt es noch hier ein Cover, ist kein Flip-Up, sondern ein sogenanntes Bikini-Cover, heißt so, weil aussieht wie Bikini, könnt ihr entsprechend dann hier
über die ganze Optik drüber ziehen. Das geht sowohl mit dem Killflash als auch ohne und könnt das dann hier entsprechend sichern. Das heißt, jetzt kann auch hier sowohl der vorderen als auch der hinteren Linse nichts mehr passieren. Unser Fazit zum Sidemark 6x44 Wolfhound. Das Gerät selbst ist natürlich kein Trigicon von der Qualität und von der optischen Leistung. Das muss einem natürlich klar sein. Dafür kostet es halt auch wirklich nur einen Bruchteil davon. Und ich finde, Sidemark hat da wirklich einen guten Job gemacht. Also das Design ist sehr schick. Also es baut überhaupt nicht auf der Waffe. Es ist wirklich sehr kompakt. Es ist vom Gewicht her nicht massiv hoch. Also man kann wirklich sehr gut mithalten mit einem 1-6, mit einer Montage. Da sind wir ungefähr beim selben Gewicht. Und wir haben wirklich auch ein sehr gut nutzbares Absehen. Also das heißt, ihr könnt damit sowohl schnelle Schüsse abgeben auf kurze Distanzen, wenn ihr den Mini-Rotpunkt oben drauf habt, oder aber auch hier auf weitere Distanzen bis 300 Meter ist mit dem Horseshoe und dem 3-MOA-Punkt kein Problem. Der Horseshoe deckt natürlich ein bisschen mehr ab als jetzt ein feineres Absehen, das muss einem klar sein. Hier wird halt ja, Fokus auf eine Dynamik gelegt, auch auf eine weitere Distanz. Ihr bekommt alle Produkte von Sidemark überall da, wo Sidemark verkauft wird, zum Beispiel bei Franconia. Ich blende euch den Link unten ein. Wenn ihr noch Fragen zu dem Gerät habt, schreibt es in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, denkt daran, die Glocke zu klicken, damit ihr über neue Videos informiert werdet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.